Willkommen zurück, ihr Panzerianer und Ninnen. Heute haben wir ein Oh-Nie-Replay. Ja, gespielt von Fearless. Fearless 12, 10, 65, 13, 7, 5, 8, 9, 0. Na, er ist hier in einem 8er-Match, aber es sind 3, 5, 7er. Also 3, 8er, 5, 7er und der Rest. Farmvieh hier, 6er. Er fährt im Platoon mit Korkel, der den T29 rausgeholt hat, und die sind beide auf der Karte, er rennt gegen Berg. Wie immer Burner-Gefecht, Gagner-Basis oben, Gagner-Fahrzeug zerstören. Als Auftrag hat er offen SP-12 durch gut gepanzert. Hauptbedingung, ihre Panzerung muss doppelt so viel Schaden abhalten, wie ihr Fahrzeug Strukturpunkte hat. 1000 Schaden selbst fabrizieren und Mobs Gesicht ist Gewinn und Überleben. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das ist so. So, sehr schön. Finde ich auch cool von dem Spawn. Ne, hier schön durchfahren. Wenn man mal da hinten ist, kann man auf die Camper schießen, die da sind. Ne, und später sogar dann mal hier hin. Kann man nämlich rüber crossen. Und dann schön von hier die Deckung ausnutzen und die auch noch abfahren. Und hier zum Beispiel durch die Fenster auch nochmal dahin. Aber wie gesagt, Korkel und der Jürgen zeigen uns jetzt, wie es hier läuft. Genau, das meine ich. Sehr schön, Kockel. Ja, erstmal drüben wirken. Der T34-1 macht einen sehr gefährlichen Move. Weil meistens die Heavys von hier auch durch die Stadt kommen. AMX. Teil, Chromwelle, T92. Komm. Pass bloß auf, wenn du aufgehst. Ein bisschen Moves. Ab, was? 326. Womit fährt er hier? Mit AP 121 Durchschlag, 700 Schaden. Heat hat er gar nicht mit. Und 75 Durchschlag, 910 Schaden. Bei 149 mm Kaliber geschossen. Ne? So, eine Chromwelle freut sich auch über so eine Haischelle. Pass auf. Da pinkt schon einer hier, B3 Prinz. Auf wie geht's? Weiter. Der Jürgen ballert mich zurzeit zu mit Replays, bei dem läuft's. Ah, schade. Kurz aufgehört, weil ich dachte, der trifft jetzt. Umwelle will auch nochmal. Pass auf, du kannst vom Hill beschossen werden, also von diesen ganzen Campern, die da oben immer stehen. Schießt bloß nicht auf den eigenen. Da geht schon los. So, Gegnerteam hat mitbekommen, dass rechts gar keiner ist für die. Also links für Jürgen. Rechts für die Gegner. Und hier wird wieder gepinkt. Und es wird gepinkt. Oh, den würde ich schon ignorieren. Das ist hier ein Spieler für Vollasi. Ne, gleich Clan-Einladung schicken, dann können die zusammen Zug fahren. Da hast du dann eigentlich gar nichts mehr, nur noch Gepinge. Mal schnell zurück, die ist drei. Sehr schön, B3 Prinz hat sich dann ersoffen, weil er gemerkt hat, dass das Ping gar nichts bringt. Oder lieber gleich ersaufen, damit er mehr Zeit hat zum Ping. Ne? Sehr schön, auf Kette, im Wasser. Schade, das hätte ich gerne gesehen. Ich habe es auch mal geschafft. Ah, der war noch gar nicht im Wasser. Ja, super, Sim. Yeah, achte doch aufs Replay. So. Dass einer durchs Wasser gefahren ist und kurz vorher gekettet wurde und dadurch ersoffen ist. 383 mit einem 7er auf dem 8er. Hier ist 3. Schießt runter, dann machst du mehr Schaden. Drunter, drunter. Sehr schön. Was los hier? B3 Prinz. Keine Lust mehr zu pingen. Komm. Da geht noch was. AMX schießt blind. Ach, du hast gar keinen sechsten Sinn. Jetzt schnall ich das. Ohne sechsten Sinn, im Panzer zu grinden, ist immer cool. Jürgen, Alter.
Den juckt das überhaupt nicht. Ah ja, er hat ja die Mission. 3000 Schaden Boots und 3100, ne? Nysex, ich hab weitergezählt, kein Problem. Sehr schön. Da hat's ausgerummelt. Rummelt. Hier ist 3, so. Wir sind bei 1890 geboonst. Jetzt kommen die HE-Schellen. Auf den Uni. Läuft immer. 1414 Schaden mittlerweile selbst fabriziert. Der AMX. Boah, das wäre natürlich ein lohnendes Ziel, gerade mit Höhe. Mod 1 kommt aber. Der AMX will wohl auch flankieren. So, IS-3, du bist Top-Tier. Es wird langsam Zeit, dass du mal ein Spiel findest. Ja, gewaschen hast du deinen Panzer jetzt ja gefühlte 30 Minuten lang. Und? Jetzt steht er in Deckung. Ist ja ekelhaft. Wo steht denn da? An der Ruine. So, Mod 1. Es sind nur noch 3 übrig von seinem Team. Even AMX. Jetzt holt er sich den Mod schnell, damit der Even überlebt. Sehr schön mitgedacht. Ja, ab und zu auch mal die Verbündeten am Leben halten. So, einer war gerade im Cap von den Gegnern. Aber gegen so viele Scouts, leck mir mal. Sehr schön. 110. Jetzt den T-43 nochmal eine mitgeben. Auf Basilen. Finde ich sehr schön, wie er guckt. Von da kann ich beschossen werden. Dann nehme ich mal das Haus als Deckung. Super, kein Wunder, dass du mir so viele Replays in letzter Zeit hochlädst. Hochlädst. Denk dran, wie schreibt man das? H-O-C-H, ne? Und dieses Leetzt, L-E-E-T-Z-T, ne? 3 Kills hat er mittlerweile, T-43 taucht mal unter. Der AMX will ihn sich holen. Sehr schön, auch jetzt wieder von rechts Deckung, weil die Gackner rechts sind. Fahr ein Stück zurück, dann kannst du schießen. Komm schon, komm, Latschbar. Jawohl! 2 I! Der T-43 lebt ja immer noch. 1773 Schaden. Oh, on the open field und dann seitlich. Meine AMX. Das war eine Taka-Taka-Kanone. Eine Art, die haben die auch noch. Aber ich meine, so ohne sechsten Sinn spielt es natürlich gut. Man ist nie offen, gefühlt, ne? Das ist der AMX hier so. Und hier. Und der Ton dreht, ne? Man hört's. Hau ab. Jojo, AMX. Alles cool. Ist der ein Arti AFK? Normal muss es doch hier schon wieder mumbeln, scheppern. Ich glaube, ich würde meine Mumpel jetzt aufbewahren für den AMX, weil er wartet nur, dass du schießt, auf den T-43 ihn rausnimmst und dass er dich dann abfahren kann. So, die beiden streiken jetzt natürlich. Fahr du vor. Nein, du. Ich habe keine Lust, wegen dir zu sterben. Ja. Okay, jetzt rauf auf den T-43. Die Chance nutzen, weil der AMX dich umrunden will. Sehr schön. Oh, Jürgen. Hey. Cool. Gefällt mir richtig gut. Und Paderchon. Oh. Sehr schön. Jetzt kommt der Lütte hier. Na, was los? Ich kann ihn nur seitlich penetrieren. Kriegst die Kanone nicht runter, ne? Nee. Repariert dein Munilager. Jetzt fahren wir mit dem Arsch an die Wand. Mit dem Arsch an die Wand, genau. Reparier dein Munilager. Jürgen hat sich zu viel Gameplays. Oh, was ist das denn? Uff. Oh oh. Oh oh.
Nein, 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 nein. So macht man Scout platt. Man rollt sich über ihn hinweg. Wie geil. Cool, Jürgen. Also, ihr seht ja, ihr müsst trocken und cool bleiben wie Jürgen. Ne, Munilager am Arsch, scheiß da und drauf. Den mach ich auch so platt. Ne, und im wahrsten Sinne des Wortes hat er ihn jetzt echt platt gemacht. Indem er einfach mal über ihn rübergerollt ist. Was mich immer noch wundert, ist, wo die Gagner-Arti ist, weil die nicht einmal geschossen hat bis jetzt. Auf einen Jürgen, der on the open Plenef spielt. So, Zoom minus 8 noch übrig. 6 Kills mittlerweile, 2444 Schaden selbst fabriziert, 1890 gebumst, das heißt, den Auftrag haben wir leider nicht erledigt. Aber naja, dieser Kill jetzt zum Schluss, der war doch der Oberhammer. Da rollt er sich über ihn rüber und kommt wieder auf die Füße. Nice. So, Arti. Selbst wenn sie jetzt hier vorne steht, kann sie doch trotzdem in die Burg schießen. Hätte sie ja nur auf K4 sich umstellen müssen. Ja, okay, umstellen. Aber egal, Atushka, meine geliebte Atushka. Ja, vor allem, du kannst jetzt ja nicht mal den sechsten Sinn nutzen. Ist der AFK oder wie? Ja, der Turm dreht sich, ne? Aim ein, du hast ja Zeit. Ne? Und? Boom! Ja, genau. Hier, alles erledigt. So, 7 Kills. 2714 Schaden selbst fabriziert. 1890 gebunst. Schauen wir uns natürlich mal die ausgewertete Wertung an. Da haben wir Folgendes. Und zwar, ha, ich habe es mir hingekriegt. Das Richtige. So, hier, ein Mainz, dann ganz viel Kleinkram. Dann hatte hier Cool Heated, ne, 10 Abpraller kassieren, Stahlwand und die Top Gun für 6 Kills. Und das ganze Spiel hat er Folgendes gemacht. Ein Panzer geobotet, 1890 Schaden gebunst, 19 Module zerschissen, 2714 Schaden selbst fabriziert, 7 Panzer zurück in die Garage geschickt. In der T-Arm-Score ist er mit dem Schaden hier ganz knapp an erster Stelle, hier, Korkel, ne, setzen 6, das war nichts. Nein, auch super. 2068 Schaden in einem 7er, ist immer gut. Der Rest des Teams hat sich auch Mühe gegeben. Sie waren stets, oh hier, 3000 Schaden. Der T54 Mod 1, sehr schön. Dann gab es Folgendes an Kreditos, 24.112. Warum? Es wurden hier 3 Autos abgezogen. Hier Konsumables, Jürgen, die kauft man im Vorrat. Also echt. So, 1965 Erfahrung, weil er platonisiert hat, nochmal 98 dazu, ergibt eine Endsumme von 2063 und 98 Feier. Freie Erfahrung. Feiererfahrung, genau. Feier. Ne, ja. Todesrolle mit Uni. Ja, danke dir fürs Einsenden, euch fürs Zuschauen und ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.